jetzt, was der Unglücksrabe heute machte. Er wurde strafversetzt, weggesetzt, umbesetzt, wie man es immer nennen will. Alois Schwarz hier rechts im Bild, rückte ins zentrale Mittelfeld. Und damit tauschte er mit Nils Schlotterbeck, hier seinen Partner fürs Aufwärmen, der heute Libero spielen sollte. Die Gastgeber in Blau-Schwarz nach dem 1:6 in Leipzig bestrebt, verlorenen Boden in der Tabelle gut zu machen. Norbert Hofmann auf Fabrizio Haier. Und in der Mitte lauerten Kobylanski und Gunnlaugsson. Rob Rekers und Wojciech Korobá klären. Und Korobá bekam von de Hoes signalisiert, heute nehmen wir die Zweikämpfe wörtlich. Die Gastgeber offensiv ausgerichtet, damit es hinten nicht so viele brenzlige Situationen erst geben kann. Aber das war hier wieder so ein Beispiel für hausgemachte Probleme. Christian Mayer profitiert von dem Fehler des Matthias de Hoes. Immer noch Christian Mayer und Andreas Klaus. Das war ein gefährlicher Schuss mit Effet und Andreas Klaus entschied sich für den Oberarm. Auf der Tribüne, hoher Besuch, Mario Basler. Er stammt ja aus Neustadt an der Weinstraße. Das ist ganz in der Nähe von Mannheim. Wer macht keine Fehler in der zweiten Liga? Klar, niemand. Und Gütersloh ist dafür auch nicht gefeit. Hier war Stefan Böger. Jaki Gunnlaugsson bietet schneller an, als Elgut schauen kann. Das 1:0 für Waldhof Mannheim. Der Isländer wackelt seinen Gegenspieler aus. Aber vielleicht lag es auch daran, dass Elgut am Donnerstag die Schuhe geklaut wurden aus dem Vereinsheim. Hier bekam er jedenfalls zu langsam die Kurve. Eigentlich wollte Hannes Linsen hier, wie so viele andere in dieser Liga, auf Konter warten. Aber nun waren seine Spieler zu mehr Öffnung gezwungen. Van der Feen und Andreas Klaus passt den richtigen Moment. Die Partie profitierte von der neuen Ausrichtung der Gäste. Dadurch war mehr Platz für die spielerisch besseren Waldhöfer da. Fabrizio Haier auf Kobylanski, aber schauen Sie mal, wie weit die Gütersloher Abwehrspieler vom Mann weg sind. Gunnlaugsson und Thomas Richter. Thomas Richter, der von Hertha BSC kam, machte sein zweites Spiel für Mannheim und er machte auf der linken Seite heute ein gutes. Halbzeit, alle Mann in die Kabinen, bis auf einen, der darf oben bleiben. Das ist der Gütersloher Manager Volker Graul, der aber als ehemaliger Stürmer immer noch den Spielbogen auffüllt, als Nummer 30. Zweite Hälfte. Die erste erfolgversprechende Kombination wurde durch Haier initiiert. Hier sein Pass auf Jens Gerlach. Selten hatte er so viel Platz auf der rechten Seite gegen Dirk Gellrich. Und Kobylanski. Die Abwehrspieler vom FC Gütersloh heute so beweglich wie die Litfaßsäulen. André Kobylanski konnte den Ball nicht mehr so recht runterdrücken, denn dazu sprang er zu tief. Die Chancen des besten Aufsteigers der Liga kamen nur selten durch Kombinationen zustande. Manche brauchen eben etwas länger, um sich was zu überlegen. Hier war es Christian Mayer. Das war genau der Einfallswinkel der tiefstehenden Sonne. Schwer zu sehen für Andreas Klaus. Altgediente Waldhof-Mitarbeiter konnten danach die Herbstsonne genießen, denn 20 dröge Minuten passierte nichts. Waldhöfer durchbrachen die Lethargie. Üsal und Thomas Epp. Sona Üsal und Thomas Epp waren zuvor für den verletzten Gunnlaugsson und den ausgepumpten Kobylanski ins Spiel gekommen. Gütersloh nur noch selten vor dem Tor der Gastgeber. Und wenn, dann waren es Freistöße oder Ecken. Van der Feen und Andreas Klaus setzt sich gegen drei Angreifer. Die Zeichen der Zeit erkannten die Gütersloher zu spät. Alle Bemühungen waren zu harmlos. Auch der letzte Versuch von Rob Rekers. Hinten
0:0, so wollten sie das haben und wer Erfolg hat, hat immer recht. Ach, dieses Gequatsche mit Libero hin und her und rum. Letztendlich ist egal, wer spielt, wir müssen erfolgreich spielen. Ich meine, wir haben gegen Wolfsburg und gegen Hertha habe ich auch Libero gespielt und haben wir erfolgreich gespielt. In Leipzig war es eben scheiße und heute war es wieder gut. Man hat gemerkt, dass die Waldhofmanner mal greifbar verunsichert sind und wir haben das eben nicht in Tore umsetzen können, und deshalb haben wir verloren. Ja, der Abendspieler hat eine kleine Fehler gemacht und ich habe eins gespielt, volles Risiko und es hat geklappt. Das Tor des Nachmittages nochmal, weil halt sonst die Angreifer auf Sparflamme köchelten. Bjarki Gunnlaugsson nach Andreas Elgut sein zweites Saisontor. Es war ein Spiel unter Durchschnitt, aber die Waldhöfer haben erfolgreich ein Leipzig-Trauma verhindert. Tja, das Zwickau Essen 2:1, Lübeck Kaiserslautern 0:2, Meppen Hertha BSC 1:1 unentschieden, Mannheim Gütersloh 1:0. Kaiserslautern nach wie vor unangefochten an der Tabellenspitze. Hertha BSC rutscht einen Platz ab auf Tabellenrang 7. Der SV Meppen konnte 3 Plätze gut machen, nun Tabellenplatz 10 an 11. Stelle Gütersloh. Waldhof Mannheim nach wie vor auf Position 14 auf den Abstiegsplätzen Zwickau, Rot-Weiß Essen, Lübeck.